Aber sie kam eben ganz von der Philosophie her und hat dann erst durch ihre Flucht und durch das Ausgesetztsein natürlich als Immigrantin und dann eben auch durch die Begegnung mit ihrem Mann, mit Heinrich Blücher, hat sie ja erstmal die Augen nach außen geöffnet, also in die Welt geöffnet, ja. Eben sozusagen ist sie runtergefallen in die Wirklichkeit, ja. Und diese Diskrepanz zwischen dem idealistischen, ja noch idealistischen Denken und dann dieser ganz finsteren Wirklichkeit. Und wie hat sie sich da dann langsam rausbewegt und trotzdem die Philosophie nicht ganz aufgegeben? Und zum Schluss hat sie ja dann wieder, ihre letzten Bücher waren ja dann doch wieder eher in die Philosophie. Ja. Für mich war eigentlich dass sie immer wieder sagte, ich will verstehen, ich will verstehen. Oder auch das Denken ohne Geländer. Ja. Das waren so diese zwei Begriffe, mit denen ich sie dann beschrieben habe und die mir selber auch entsprechen. Man sucht ja doch immer nach einer Entsprechung. Gibt es natürlich auch andere Entsprechungen. Ich meine, sie war lange Zeit staatenlos. Ich war staatenlos bis zu meiner ersten Ehe. Also dieses Ausgesetztsein, dieses Fremdsein. Ich hatte einen fremden Pass und eben keinen deutschen Pass. Also da gab es, sie sagt ja auch, wir sind dann zu ganz seltsamen Gestalten geworden, ja, nach ganz neue Menschenwesen, dass wir von den unseren Feinden wurden wir in Konzentrationslager gesteckt und von unseren Freunden in Internierungslager. Also so dieses totale Rechtlose und Ausgesetztsein. Ich meine, ich kann das natürlich nur im minderen Maße nachvollziehen, weil ich bin ja Gott sei Dank nicht während des Krieges, ich bin zwar im Krieg nur geboren, aber nicht, ich war nicht so ausgesetzt wie sie, aber heimatlos sein, nur noch die, also nur die deutsche Sprache und die deutsche Kultur als Heimat zu empfinden, da gab es ganz viele Punkte, die ich nachvollziehen konnte und die mich auch dann natürlich deswegen interessiert haben, auch dass sie, also meine Mutter ist zum Beispiel in Königsberg zur Schule gegangen, sie ist auch in Königsberg aufgewachsen und zur Schule gegangen, kam es immer wieder so biografische Überschneidungen, ja, die für mich auch immer wichtig sind. Also da hole ich dann da so meine Power her oder meine Energie, um mich für jemanden zu interessieren. Ich muss sagen, für mich war halt diese Begegnung Eichmann auf der einen Seite, sie auf der anderen, also die wahren Gegner in dem Film. Und man braucht ja immer einen Gegner auch. Man kann nicht ein Buch als Gegner oder dieser Mensch, dieser mittelmäßige Mensch, der also keinen einzigen Satz richtig formulieren kann. Und sie dagegen, die ihn anschaut, ja, und dass so ein Mann, der wusste ja gar nicht, dass sie da sitzt und ihn anschaut und daraus eine Theorie entwickelt, ja, und dass der von irgendwann ihm dieses Banalität des Bösen sozusagen, der Begriff immer mit ihm verbunden sein wird, ja. Also der wäre vielleicht sogar stolz drauf gewesen, wenn er es gewusst hätte. Ich meine, der war ja nicht uneitel. Ja. Aber also das sind die Gegner im Film. Und da mit dem kämpft sie ja auch. Sie kämpft mit ihm als jemand, den sie beschreiben und den sie analysieren muss. Und dann dazwischen ist Heidegger, der große Meister des Denkens, der heimliche König des Denkens, wie sie ihn ja dann in ihrer Rede Laudatio beschreibt, der zwar denken konnte und trotzdem den Nationalsozialisten anheimgefallen ist, ja. Also das sind ja diese drei Varianten des Gedankenloses, Denkens und trotzdem verführt werden und denken und nicht verführt werden, ja.